Eine anonyme Quelle schickt uns einen Hinweis. 150 Zwangsarbeiter seien vor ein paar Tagen vom Zoll entdeckt worden. Ein Teil von ihnen sei hier in Knittlingen, einer Kleinstadt in der Nähe von Karlsruhe, untergebracht worden. In einem baufälligen Hotel voller Kakerlaken. Wir treffen 40 serbische Arbeiter. Ihr Chef, ein Subunternehmer in der Getränkelogistik, der seit Jahren in Deutschland lebt, wurde vom Zoll verhaftet. Die Behörden zogen auch die Pässe der Arbeiter ein. So blieb ihnen nichts übrig, als vorerst in ihre Unterkunft zurückzukehren. Niemand kann Deutsch, eine Übersetzerin hilft per Telefon. Dass sie 16 Stunden arbeiten sollen und das haben sie gemacht. Claudia Robbe kümmert sich um die Arbeiter für eine Hilfsorganisation. Das heißt, man hat ihnen 1.500 versprochen und was haben sie bekommen? Also 1.500 bis 2.000 hätte man ihnen versprochen. 2,50 Euro pro Stunde bezahlt. Die Zustände sind katastrophal. Ich selbst mache den Job seit 15 Jahren, habe das so extrem noch nie erlebt, also mit so vielen Betroffenen vom Menschenhandel. Also das Problem, was die Leute hatten, dass sie für ihre Fahrt hierher schon Schulden aufgenommen haben und dass sie dann keinen Mindestlohn erhalten haben, dass sie mehr als 14, 15 Stunden arbeiten mussten am Tag, 7 Tage die Woche, dass, wenn sie krank waren, das nicht sein durften, dass sie noch Strafe zahlen mussten, wenn sie krank waren. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Menschenhandels und Ausbeutung von Arbeitskräften. Nikola Vasic lebt seit 6 Monaten hier. Für diese Unterkunft habe ihm der Subunternehmer auch noch 200 Euro vom Lohn abgezogen, berichtet er. Bis man in der Unterkunft war, bis man sich gewaschen und gegessen hatte, war es spät. Wir hatten bloß 4 Stunden pro Nacht zum Schlafen und Erholen. Ich fühle mich betrogen. Man hat mir 5,50 Euro pro Stunde als Einstiegsgehalt versprochen und dass alles legal sei, dass ich angemeldet bin. So wurde mir das gesagt. Aber das stimmte alles nicht. Wir wurden total betrogen. Warum machen Menschen so etwas mit? Bojana Rajacic hatte sich auf eine Facebook-Annonce gemeldet. Nach Telefonaten nahm sie den vermeintlich lukrativen Job an, wurde mit einem kleinen Bus nach Deutschland gebracht. Bald wurde ihr klar, worauf sie sich wirklich eingelassen hatte. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten 2 Schichten hintereinander. Ja, wirklich, 2 Schichten, ganze 16 Stunden. 2 Schichten von je 8 Stunden. Wir 3 Frauen haben den ganzen Tag Getränkekisten geschleppt. Das ist anstrengend. Es ist körperlich und psychisch anstrengend. Rajacic habe sich in Serbien 500 Euro geliehen, um den ersten Monat in der Unterkunft, die Anfahrt aus Serbien und die Arbeitskleidung zu zahlen. Sie blieb, um ihre Schulden zu begleichen, erzählt sie, trotz allem. Erst nach etwa einem Monat bekamen die Arbeiter ihre Pässe von den Behörden zurück. Verbunden mit einer Ausreiseaufforderung, innerhalb von wenigen Tagen sollten sie raus aus Deutschland. Dabei hatten sie nicht einmal Geld für Rückfahrttickets. Ich versuche, ein Busticket zu kriegen für euch beide von Karlsruhe. Aha. Ja? Okay. Bus am Mittwoch. Ja? Morgen ist voll Mittwoch. Ja? Abgenommene Pässe, abgeschobene Opfer. Gewerkschafter Schwertmann kritisiert, das widerspreche allen internationalen Abkommen, die Deutschland unterzeichnet hat. Da ist eigentlich, steht überall drin, dass die Opfer sicher untergebracht werden, dass sie versorgt werden, dass sie beraten werden, ganz wichtig. Also die müssen ihre Rechte kennen. Also diese Situation, die sie geschildert haben, die kriegen ihre Pässe abgenommen, haben keine Ahnung, was mit ihnen passiert. Aber wenn diese Zeugen immer sozusagen in Gefahr stehen, selber verurteilt zu werden wegen aufenthaltsrechtlicher Vergehen oder anderen, dann werden sie sich nicht für Zeugenaussagen zur Verfügung stellen. Uns werden Aufnahmen zugespielt, die zeigen, wie die serbischen Arbeitskräfte Getränkekisten sortieren.
Sie arbeiten bei einem Getränkelogistiker. Der sagt, er habe den Werkvertrag mit dem Subunternehmer mit sofortiger Wirkung beendet und habe im Ermittlungsverfahren lediglich Zeugenstatus. Ja, es ist tatsächlich so, also wenn die tatsächlich ein anderes Unternehmen anfragen, um Leiharbeiter, also ein Leiharbeitsunternehmen zum Beispiel anfragen, schickt uns mal hier Leute, dann kann man tatsächlich also das Unternehmen dafür nicht haftbar machen. Die Staatsanwaltschaft bestätigt, sie ermittle nicht gegen den Getränkelogistiker mit seinem Werkvertrag. Der Subunternehmer hingegen ist in Untersuchungshaft. Und was ist mit seinen Helfern? Wir folgen der Facebook-Spur nach Serbien. Von dort wurden die Arbeitskräfte angelockt. In der Annonce steht ein Name, den wir zunächst nicht zuordnen können, und eine Telefonnummer. Die Nummer wurde abgemeldet. Wir suchen weitere Hinweise und kontaktieren die Arbeitskräfte, die inzwischen wieder nach Serbien zurückgekehrt sind. Wir treffen Nikola Vasic wieder. Mit dem Geld aus Deutschland hatte er für sein Zuhause große Pläne. Also ich hatte das so vor. Ich wollte mit dem Geld einen Schweinestall bauen, Schweine kaufen, diese Ecke da hinten ausbessern, das Dach reparieren, eben alles ein bisschen hübsch machen. Das ist Armut. Für 6 Monate Arbeit in Deutschland hat er einen Bruchteil vom erwarteten Lohn bekommen. Statt zu renovieren, sammelt er Altmetall. Es ist unfassbar. Ich habe dieses Geld verdient, aber sie haben uns die letzten 2 Monatslöhne einfach nicht ausbezahlt. Das belastet mich. Meine Lebensgefährtin sagt, dass ich nachts aufschrecke, auch jetzt noch. Auch Bojana Rajacic ist wieder zu Hause in ihrer Wohnung. Mit dem Geld aus Deutschland wollte sie die Heizkosten und Tennistraining für ihren 17-jährigen Sohn bezahlen, einen erfolgreichen Nachwuchsspieler. Stattdessen hat sie Schulden. Ich war unglücklich. Ich konnte meinem Sohn nicht mal Schokolade mitbringen. Ich habe die Unterkunft als Letzte verlassen. Mir war nicht nach Heimkehr. Rajacic hat Screenshots von den betrügerischen Facebook-Annoncen, die mittlerweile gelöscht sind. Damit finden wir dann doch noch den Mann, der sie und viele andere mit falschen Versprechen nach Deutschland gelockt haben soll. Er wohnt nur ein paar Kilometer weiter. Dobrý den. We're from German television and we had this Facebook advertising. Sorry. No camera. Er bestätigt uns gegenüber, Arbeitskräfte zu jener baufälligen Unterkunft in Deutschland gefahren zu haben. Aber dass er Facebook-Annoncen aufgegeben hat, das streitet er ab. Wir haken bei mehreren Behörden in Serbien nach. Doch die reagieren nicht auf unsere Anfragen. Also kontaktieren wir eine Hilfsorganisation, die sich um Opfer von Arbeitsausbeutung kümmert. Lockangebote über Facebook seien typisch in dem Milieu. Insgesamt betrachtet ist Menschenhandel eine Form der organisierten Kriminalität. Und so sollte es auch in Gerichtsverfahren beurteilt werden. Aber leider passiert das oft nicht. Vor allem, wenn die Behörden die Verbindungen zwischen den Bandenmitgliedern nicht nachweisen können. Es gibt also wenig Hoffnung für Bojana Rajacic und alle anderen Betroffenen, dass die Hintermänner zur Rechenschaft gezogen werden.